nehmt euch einen Stift und Stiftchen und schreibt euch die Hausaufgaben auf Papier. Hast du das gehört? Wir haben eine Hausaufgabe. Ihr müsst einen Aufsatz darüber schreiben, was man an einer Bäckerei nicht tun darf. Hast du das gehört, was man an einer Bäckerei nicht tun darf? Mit nicht weniger als 800 Worten. Alles abgefuckte Furzen. Ja, ist doch super. Hm? Und zwar bis morgen. Und vergesst nicht, trödeln und nicht arbeiten. Okay, Gary, nicht herumtrödeln. Nicht. Ich schreibe jetzt nämlich den tollsten aller Zeiten. Und wie viele andere tolle Aufsätze auch, wird er auf Papier verewigt. Aber noch wichtiger als das Papier ist der Klinse. Messerscharf angespitzt wie mein Klinse. Komisch. Je länger mein Aufsatz wird, desto kürzer wird Klinse. Ich hätte mir keinen schöneren Aufsatz aussuchen können, um einen Tag zu schreiben. Okay, und los geht's. Ampel, einer, an, Mann, was? Hey, was? Hey! Was hier der Nummer schöner Foot? Nicht tun darf. Hey, läuft wie geschmiert von SpongeBob. Dieser Aufsatz wird der Kracher. Und jetzt, Klins, walte deines Amtes, denn los geht's jetzt. Auweia, das ist schwerer als ich dachte. SpongeBob! Die Sarah, ich hab einen Freund, aber der bringt nichts im Bett. Das andere alle ist okay, aber zum Ficken holen sie sich dann einen schönen Assi, der schön was auf dem Kasten hat, der die schönen Kitzer leckt und schön durchfickt. Schönes Programm gibt, der sich nicht schämt, der sie von allen Seiten nimmt und das, darauf stehen sie. Haben sie einen Freund, der im Bett eine Rakete ist, sind sie natürlich nicht zufrieden. Da sagen sie immer, ach, oh, hast du nicht das, machst du nicht das, kannst du nicht mal das tun. Muss reißen! Beast up to the top, beast up to the top, beast up, beast up. I like the beat, get ready to round the beast up to the top. I like the beat, get ready to round the beast up to the top. I like the beat, get ready to round the beast up to the top. I like the beat, get ready to round the beast up.